Die Geschichte, die wir erzählen, ist so abenteuerlich und letztlich unvorstellbar wie ein Science-Fiction im Comic. Denn die Welt, in der die Geschichte spielt, ist in unseren Vorstellungen ebenso unwirklich, unüberschaubar, öde und vorzeitlich wie die Welt der Interplanetarier und der fernen Sterne. Aber während die fantastischen Abenteuer von heute in einer ungewissen, namenlosen Zukunft angesiedelt sind, ist unsere Geschichte Vergangenheit. Nicht alles ist verbürgt, nicht alles belegbar. Und doch ist es Wahrheit. Eine, wie gesagt, unvorstellbare. Denn die Geschichte spielt vor rund 2000 Jahren, genau zwischen 219 und 183 vor Christi Geburt. Die einstige Weltmacht Karthago ist im Ersten Punischen Krieg geschlagen worden. Eine neue Macht strebt nach der Herrschaft über die damals bekannten Teile der Erde. Diese neue Macht heißt Rom. Sie schickt sich an, eine Großmacht zu werden und ihr Gesetz und ihr Gesicht den Ländern rings um das Mittelmeer aufzuprägen. Der Mann, der den Aufstieg Roms aufhalten will, dessen Leben ein fortdauernder Kampf gegen Rom ist und der sich nicht damit abfindet, dass sein Land, das Karthago, zur Bedeutungslosigkeit absinkt, heißt Hannibal. Hannibal, Feldherr, gnadetes Baal. Was bedrückt dich, Alter? Das Wissen. Und was weißt du? Dass ich Angst habe. Wie gut, Alter. Ich brauche deine Angst. Denn deine Ängste wecken in mir Ideen und Pläne. Nicht Übermut, sondern die Angst lässt uns Pläne schmieden und große Taten vorbereiten. Du sagst es, Feldherr, aber du handelst nicht danach. Was fällt dir ein, Alter? Du versuchst das Glück. Warum hast du Sagunt belagert? Warum bist du in die Stadt eingefallen? Hast sie verwüstet? Ich wollte der Welt zeigen, was sie von den großen Worten der Römer zu halten hat. Wie unedel. Ich habe ein edles Ziel, allein das zählt. Du willst Rom vernichten. Ich will es in die Schranken weisen. Ich habe es geschworen. Als ich im 12. Lebensjahr und mein Vater Hasdrubal mit Hamilkar, seinem Eidam, über die Meerenge zog. Ein Hass von Sohn zu Sohn. Ein Vermächtnis, Alter. Ein Erbe, das zu bewahren und zu hüten die Ehre eingibt. Und die Liebe zu Karthago. Welch Schicksal sollte alles, was da lebt und liebt, am Tugendmaße und an der Ordnung Roms gemessen werden? Ich habe Angst. Ich danke dir dafür, Alter. Denn da das Glück mir beisteht, will ich mit meinem Glück die Angst dir überwinden. Und immer wieder deine Angst zu überwinden, heißt schneller, klüger und geschickter sein als jeder Feind. Hab weiter Angst. Erzähl mir deine Ängste, Alter. Ich will auf diese eure Ängste meine Pläne bauen. Hauptmann! Hauptmann! Was schreist du, Kerl? Es ist Unruhe, wohin du blickst, Hauptmann! Sie haben ihre Beute, sie sollen wieder gehorchen und ich werde sie alle strafen lassen! Rufe die Wachen zurück, Hauptmann! Wir wollen mit Hannibal reden! Er soll uns Rede und Antwort stehen! Zeigt mir von Sinnen zurück! Wir haben das Recht zu wissen, woran wir sind! Zeigt mir her! Woher nehmt ihr das Recht? Hannibal! Nehmt die Waffen zurück! Schweigt! Was wollt ihr von eurem Feldherrn? Ist euch die Rede abhanden gekommen? Los, du da! Du reißt doch sonst das Maul auf! Was willst du? Was wollt ihr alle? Es ist nicht, dass wir ungehorsam üben wollen. Gewiss nicht, Feldherr! Ihr werdet schlecht beraten, tät ihr's. Es sind die Gerüchte, die man hört. Da bin ich aber sehr begierig. Geschwätz und Schleim! Oh, nein, Hannibal. Man sagt, Feldherr, dass du ein Spiel treibst, das uns alle um das Leben bringen kann. Wir sind hier, das hast du selbst gesagt, um die Iberer... Die Unruhe im Lager der Legionäre ist verständlich. Seit Jahren tun die Legionäre, unendlich weit der Heimat entfernt, ihren Dienst. Ein gewaltiges Heer, 90.000 Fußsoldaten und 12.000 Reiter, steht in Spanien und sorgt dafür, dass Karthago im Besitz der reichen Bodenschätze dieses Landes bleibt. Und die Römer dulden das, denn nach der Niederlage Karthagos im Ersten Punischen Krieg sind Karthago harte Kontributionen auferlegt, Leistungen und Lieferungen an Rom, die Karthago niemals aus eigener Kraft erbringen kann. Nur so war es möglich, dass das siegreiche Rom keinen Finger rührte, als 236 vor Christi Geburt Hamilkar als Führer der Streitmacht Karthagos in Gades eintraf
nachdem er mit seinem Heer die Meerenge von Gibraltar überschritten hatte. Ängstliche Warner in Rom, die schon damals argwöhnten, dass die Karthager über den Landweg von Spanien bis Rom vorstoßen und Rache für die Niederlage nehmen könnten, wurden verlacht. Wie sollte eine Armee über die Alpen ziehen können? Und noch ein anderes wiegte die Römer in Sicherheit. Der Senat Karthagos war von Familien beherrscht, die aus der Lage, eben wie sie war, Profit und Macht schöpften. Nie würden sich diese herrschenden Familien mit einem neuen Krieg einverstanden erklären. Aber schon unter Hasdrubal, Hannibals Vater, kommen den Römern Zweifel, denn Hasdrubal herrscht in Spanien wie ein König und dehnt sein Herrschaftsgebiet immer weiter aus. Er stößt bis zum Ebro vor. Er und sein Heer bilden mit einem Male eine Macht, die sich leicht der Befehle und Wünsche Karthagos entziehen kann. 226 schließt Hasdrubal einen Vertrag mit Rom, der den Ebro als Grenze des Einflusses der Karthager festlegt. Das von Hasdrubal gegründete Cartagena ist Zentrum der Macht in Spanien und wetteifert mit Karthago. Auch eure Männer können unter denen sein, die Hannibal von uns reißt. Bedenkt es, Frauen von Cartagena, lasst es nicht zu! Es sind unsere Männer, nicht die des Hannibal. Schreit mit mir, klammert euch an ihre Beine, lasst sie nicht fort! Frauen, sie gehören uns! Schweig, dummes Weib! Schweig! Das ist der Beweis. Wer mir den Mund verbietet, zeigt, dass ich wahr gesprochen habe. Auseinander, Volk! Auseinander! Fort da! Fort! Zu Hilfe, ihr Götter! Weg da! Weg von hier, Vater! Weg! Zu Hilfe, ihr Götter! Die Ware! Was haben euch meine Stoffe getan? Weg von hier, Vater! Weg! Rett, was du retten kannst! Vater! Die Ware, Sohn, die Ware! Geh! Hauptmann! Ein Bote! Wir schlagen sie zusammen! Raus! Sende einen Boten zum Feldherrn! Das ist Aufruhr! Aufruhr! Sie bangen um ihre Männer! Versteh das, Hauptmann! Gerüchte sind das! Gerüchte! Dann soll der Feldherr vor die Weiber treten und ihnen schwören, dass es nur Gerüchte sind! Das ist die Unruhe, die die Römer brauchen, um uns klein und schwach zu machen! Der Feldherr soll's beschwören! Jawohl! Der Feldherr, also Hannibal, weiß um die Schwierigkeiten, denn es ist kein Gerücht, dass er sein Heer umgruppiert und rund 7000 Spanier, die in seinen Legionen dienen, nach Karthago schicken will. Er rechnet klug. Für seinen Plan, auf dem Landweg und durch die Überquerung der Alpen in Norditalien einzufallen, braucht er seine karthagischen Stammtruppen. Nur diese werden, weit von der Heimat entfernt und von jeder Verbindung zur Heimat abgeschnitten, mit dem Mut der Verzweifelten und Verlorenen marschieren und kämpfen. Die Spanier, die er nach Afrika schickt, damit diese dort Karthago schützen, werden dort alles tun, um zu überleben und die Möglichkeit zu haben, in die Heimat zurückkehren zu können. Für Hannibal ist nämlich die Stunde gekommen, den Plan, der einst Hamilkar nach Spanien führte und den Hasdrubal, Hannibals Vater, unbeirrt weiterverfolgte, in die Tat umzusetzen. Nun, da er weiß, dass die Römer nur schwerlich in der Lage sind, ihm in Spanien Einhalt zu gebieten, da die Städte und Stämme Spaniens erkennen, dass Rom ihnen Worte, aber keinen wirklichen Schutz zu bieten vermag, wäre sonst Sagunt in die Hände Hannibals gefallen, will und muss Hannibal losschlagen. Schluss mit den Reden! Die Weiber sollen entschädigt werden. Und es gibt wohl kein Weib, das sich nicht gern den Mann bezahlen lässt. Und zudem müsst ihr verbreiten, dass die Spanier in Karthago sicher wie im Arme Bals. Es ist folglich ein reines Glück, nach Karthago geschickt zu werden. So meinte ich es. Und so soll's unter die Leute kommen. Und wie stellst du dich zu der Frage, weshalb das alles? Lass mich nachdenken. Wenn man verbreitet, dass die Römer... Kein Wort von Rom! Wir werden, und so will ich's allen sagen, den Ebro überschreiten, um neue Beute für Karthago einzuholen. Kein Krieg? Kein Kampf? Nicht ganz. Wo blieb denn der Mut? Wie kann ich Gehorsam fordern, wenn ich nur zu einem leichten Gang und fetter Beute rufe? Und hinterm Ebro? Wenn man vielleicht die Hoffnung nährt, dass du mit uns viel weiterziehen kannst. Bei Baal und Malk, dem Moloch. Des Todes ist jeder, der mit einem Wort, mit einem Gedanken... mit dem Zucken einer Wimper verrät, was beschlossen. Du kannst es nicht geheim halten, Feldherr. Du hast Kundschafter ausgesandt, sie kehren zurück. Sie reden, erzählen von unbekannten Ländern.
wilden Strömen, Bergen, die bis in den Himmel ragen. Da denkt das Volk sich etwas, Vetter. Dann werden alle Boten, noch ehe sie mit einem anderen gesprochen haben, abgesondert. Die besten und treuesten meiner Hauptleute werden sie bewachen. Und jeder bürgt mit seinem Leben, dass niemand etwas erfährt. Es ist geschworen. Wir brechen in 3 Tagen auf. Ach, das halte aus, wer will. Los, los! Die faulen Knochen müssen wieder munter werden. Ach, wie sollen sie munter werden, wenn ich schon 20 Nächte nicht geschlafen habe? Du schläfst schon im Marschieren. Wozu noch ein Schlaf zur Nacht? Los, Kerls! Marschiert! Ach, Durst! Und die vielen, vielen, die vor uns und nach uns marschieren. Streik vor dich hin, dann wirst du keinen Durst spüren. Ja, denk an die vielen. Die werden alle Quellen leer saufen. Noch keiner ist verdurstet. Das wird noch kommen, glaub mir. Es wird noch kommen. Ich hab gehört, noch 2-3 Tage und wir sind am Ebro. Da kann ein Heermann vielmals größer als der unsere sich zu Tode saufen. Ja. Und jetzt marschiert. Platz für den Boten! Platz für den Boten! Was für ein Bote? Ach, was schert's dich? Kerl, hebt die Füße! Das ist kein Bote wie ein anderer. Er führt das Zeichen Karthagos. Dann reiß dich zusammen, Kerl! Was soll er von uns denken? Los, los, Kerls! Er soll ihnen erzählen können, dass hier die Besten auf dem Marsch sind. Die Besten! Ruhm und der Göttersegen für Karthago! Platz! Platz für den Boten Karthagos! Zur Seite, Kerls! Lass den Boten durch! Ja. Sendling Karthagos, hierher! Hier ist der Platz des Feldherrn! Platz da! Im Mai 218 vor Christi Geburt brach Hannibal auf. Im Juli erreicht er den Ebro und überschreitet ihn. Damit ist der Vertrag des Jahres 226 gebrochen. Die Römer müssen zurückschlagen, müssen den Feind aus den ihnen zugesprochenen Gebieten vertreiben. Dass Wochen vergehen werden, bis die Nachricht von der Überschreitung des Ebro Rom erreicht, weiß Hannibal. Er weiß, dass er diese Zeit unter allen Umständen zu nutzen hat, auch gegen den erklärten Willen des Senats von Karthago, dessen Bote versucht, Hannibal umzustimmen. Verleumdung, Verrat! Ist das der Dank der ehrenwerten Herren des Senats? Ist das der Lohn, den ein ergebener, nur auf die Ehre seines Landes bedachter Feldherr verdient? Feldherr, man verleumdet euch nicht und niemand denkt an Verrat. Oh nein! Wie könnten die ehrenwerten Herren des Senats daran denken? Hat doch nur der Wucher, der Gewinn, das Gold, die Macht ohne Schweiß in ihren Gedanken Platz. Vergiss die Sorge nicht, Feldherr. Gewiss, man sorgt sich, dass die Geschäfte gestört werden, dass der Handel, der den Herren so entgegenkommt, erliegt. Man sorgt sich auch, dass Hannibal als Rächer und als Sieger nach Karthago heimkehrt und von den Herren des Senats, vor allem Volke, Rechenschaft fordern wird. Ihr seid Berater, aber euer Rat ist schlecht. Dann sage besseren Rat. Rom muss sich wehren, soll es seine Macht nicht gleich wieder verspielen. Nur zu. Ihr wisst wie ich, dass wir, die wir einst die Meere beherrschten, Bar aller Flotten sind, dass unsere Küste wie ein offener Leib zum Meere weist. Was du hier Rom verursachst, Feldherr, wird Rom uns deine Heimat büßen lassen. Nur für den Fall, dass Rom die Zeit gewinnt, sich Schiffe baut und übers Meer setzt. Wie willst du das verhindern, Hannibal? Ich werde Rom die Zeit nicht lassen. Wahnwitz ist das. Du kämpfst hier im fernen Spanien. Du wirst dich müde kämpfen. Die Legionen werden dezimiert. Ich werde Rom vernichten. Im Namen des Senats Karthagos, Hannibal, Sohn des Hasdrubal, befohlen ist, dass du einzuhalten hast. Es ist zu spät. Es war zu spät. Von Anbeginn. Was Jahr um Jahr gereift, das kann kein Wort der ehrenwerten Herren halten. Kein Wort ist mächtig, der Zeitenlauf zurückzudrehen. Der letzte Versuch des Senats von Karthago, Hannibal von seinen Plänen abzubringen, war gescheitert. Der Senat war sich bewusst, wie machtlos er war, der Selbstherrlichkeit des Feldherrn zu begegnen, war doch diese Selbstherrlichkeit auch die letzte Hoffnung Karthagos. Wer, wenn nicht Hannibal, konnte Karthago gegen die Macht Roms schützen? Wer, wenn nicht Hannibal, den Untergang dieses einst so mächtigen Reichs verhindern? Die Würfel waren gefallen, der große Marsch begann. Fast 20.000 Mann Fußvolk und einige tausend Reiter lässt Hannibal seinem Bruder Hanno, der nun über Katalonien herrschen soll, zurück. Neben den karthagischen Garnisonen südlich des Ebro sollen diese Streitkräfte als Rückendeckung bereitstehen,
denn es besteht da die Möglichkeit, dass die Römer mit einer mächtigen Flotte in Spanien landen und Hannibal in den Rücken fallen. Ich danke dir für dein Vertrauen und den Auftrag, Bruder, aber dieser Vorsicht bedarf es nicht. Du musst noch lernen, anderer Menschen Ängste zu spüren, Hanno. Die Ängste sind ohne Grund. Ich habe Nachricht, dass Stämme der Gallier jenseits der Alpen gegen Rom sich erheben. Die bedrängten rebellischen Gallier werden meine besten Verbündeten werden. Ihr Aufstand bindet die Legionen Roms. Sie können nicht da wie dort im Kampf stehen. Ich hasse Rom, aber mein Hass hat mich nicht verblendet. Du bleibst in diesem Lande und verteidigst es. Was für ein Lärm! Was für ein Lärm! Platz für den Feldherrn! Die Wachen vor! Ich sage keinen Schritt mehr! Ich befehle! Finde den Ausgang! Einen Schritt weiter! Wir sind nicht allein! Die Freunde haben unser Zeichen bemerkt! Gehorsam, ihr Verräter! Herr und Gebieter, halte ein! Aus dem Wege, Alter, das ist nicht dein Recht! Wachen! Nein! Nein! Du musst sie anhören, Hannibal! Wählt einen Sprecher! Er darf den Tod nicht fürchten, denn ich werde ihn töten, wenn er mich nicht überzeugt! Hauptleute, zu mir! Wählt euren Sprecher gut! Eher sterben als weiterziehen! Führt die Sprecher vor mich! Wie du befiehlst, Feldherr! Glaube nicht, dass sie anderen Sinnes geworden sind! Ich gab ihnen Bedenkzeit bis zur Nacht. Es war auch für dich Bedenkzeit. Hast auch du sie gut genützt? Die Sprecher der Legionen, Feldherr. Wer will als Erster reden? Da wir eines Sinnes, die Sprecher hier und mit den Sprechern alle, die uns gewählt, fiel auf mich die Wahl, für alle Mann zu sprechen. Und wenn ich dich für alle sterben lasse? Wir haben, wie wir vor dich treten, mit dem Leben abgeschlossen. So rede. Beschlossen ist, dass wir und alle, für die wir sprechen, dir den Dienst aufkündigen und den Gehorsam verweigern. Nicht, weil du ungerecht, nicht, weil du grausam. Zu groß sind deine Träume, Hannibal. Zu groß dein Hass, als dass ihn dumme, arme Kerls wie wir noch teilen könnten. Geschickt und klug gesagt. Doch niemand fordert, dass ihr etwas mit mir teilen sollt. Ich gebe die Befehle, ihr habt zu gehorchen. Und wenn ich will, dass ihr marschiert, dann wird marschiert. Du kannst dem Manne, der nur ein Bein besitzt, nicht befehlen, dass ihm ein zweites wächst. Du kannst den Mann mit einem Bein in deine Reihen pressen. Aber du wirst es nicht tun, weil du weißt, dass einer, der nur ein Bein hat, den ganzen langen Zug verwirrt. Ich sehe keinen, dem ein Bein fehlt. Es war als Gleichnis nur gemeint. Und du hast's wohl verstanden, Feldherr. Das Bein, das ich gemeint, haben wir verloren, als klar geworden, dass der Marsch, zu dem wir angetreten, nach Gallien und vor die Tore Roms führt. Es ist ein Gerücht! Es ist der Weg, den wir marschieren. Der Stand der Sonne verrät dein Ziel. Die Sprache der Sterne verrät es. Bringe Sonne und Sterne zum Schweigen, dann werden wir dir glauben. Ja. Führt sie hinaus. Hannibal hat erkannt, dass er irrte. Das Abenteuer eines Marschs auf Rom war nicht mit Männern zu bestehen, die Angst hatten, auf die er sich nicht blindlings verlassen konnte. Er stellte seinen Soldaten frei, mit ihm zu ziehen oder auszuscheiden. Zugleich ließ er prüfen, ob außer den Meuterern noch andere Männer als unzuverlässig angesehen werden mussten. Noch ehe das Heer die Pyrenäen erreichte, wurden rund 8000 Mann entlassen. Was nun blieb, war eine Elitetruppe, verschworen dem Feldherrn, bis zum Äußersten entschlossen. Kein Einbeiniger konnte dem Marsch hinderlich werden. Mit 50.000 Mann Fußvolk, 9.000 Reitern und 37 Kampfelefanten erreichte er den Fuß der Pyrenäen. Da drüben, es ist der Wind, der den Staub aufwirbelt. Das sind Reiter. Die Losung heißt den Tod für Rom. Speer des Feldherrn! Nachricht für den Feldherrn! Der Weg ist frei! Stammesfürsten? Gallische Stammesfürsten, sagst du? Ja, Feldherr. Und ihre Absicht wäre friedlich? Es ist der gleiche Feind. Hier herrscht kein Römer, den sie fürchten müssen. Sie folgen uns und bitten um Gehör. Und wenn es eine List? Sie kommen aus der Höhe der Berge. Wenn du die Berge so gesehen, wie wir sie sahen, du würdest an jeder List zweifeln.
heißt sie willkommen, Alter. So alt und grau wie du sieht nur der Frieden aus. Kommt, Alter. Bedenkst du etwas, Feldherr? Was gibt es zu bedenken? Du hast durch deine Boten verbreiten lassen, dass du allen Galliern wohlgesonnen. Die Frage ist, ob alle das geglaubt. Was ist, wenn sie uns Widerstand leisten? Dass sie hier heimisch, wiegt den Mut von vielen tausend deiner Männer auf. Mit ihnen oder gegen sie. Wir müssen über das Gebirge und, noch ehe Rom davon erfährt, die Alpen überqueren. Kommt, ich will dem Freunde wie dem Feind ins Auge sehen. Ob die gallischen Fürsten als Freunde kommen, weiß Hannibal nicht. Sicher ist, dass sie sich als Führer über die Pyrenäen anbieten, um so der Gefahr zu entgehen, dass das Heer Hannibals ihre Siedlungen plündert und zerstört. Je eher Hannibal ihr Gebiet durchquert hat, so meinen die Fürsten, je eher ist ihnen die Angst genommen, in die Auseinandersetzungen verwickelt zu werden. So überwindet der gewaltige Heerbann wahrscheinlich in der Gegend der heutigen Stadt Elne die Pyrenäen und marschiert, angelehnt an die Küste des Meers, in Richtung der Rhonmündung. Die Lagunen und Sümpfe stellten unerhörte Anforderungen. Hilfe! Hilfe! Zurück! Ich versinke! Hilf mir doch! Hauptmann! Falle! Falle! Was? Wir versinken! Da ist kein fester Boden mehr! Alle zurück! Der Sumpf frisst uns! Weiter! Weiter! Doch, lieber Männer! Was? Hilfe! Der Hauptmann versinkt! Helft! Die Schatten! Feldherr! Nimm hier die Schatten! Feldherr! Ruhe, Junge! Ganz ruhig! Das Fieber! Das verdammte Fieber! Er krepiert uns am Fieber! Feldherr! Feldherr! Da ist dein Feldherr! Was ist, Junge? Die Schatten. Schlaf, Junge, schlaf. Sie saufen das faulige Wasser. Verdammt, ich hab euch einen schöneren Tod gewünscht. Da drüben liegt Feuer, tragt Fackeln, damit sich das gefährliche Getier verbrennt. Verflucht sei dieser Weg. Verflucht. 15 Tage dauert der Kampf mit dem Sumpf, dem Fieber, den Strapazen. 15 Tage quält sich das Heer. Und nur der unbändige Wille, Rom zu erniedrigen und zu besiegen, treibt die Männer voran. Dann erreicht Hannibal die Rhone und die Späher melden einen neuen, unerwarteten Feind. Es sind keine Gallier? Ich kenne die Sprache der Gallier. Du hast Boten ausgesandt, die unseren Weg erkundeten. Sie berichteten nur von Galliern. Wenn uns die Stammesfürsten nun falsch geführt hätten. Das Meer lag uns zu Rechten. Der Weg war richtig. Was also ist mit diesem Volk? Es können Volsker sein. Ungezähmte Wilde, aufrührerisch, allem feindlich. Mit gutem Grund wohl. Wer es auch sei. Du sagst, sie haben sich jenseits des Flusses versammelt? Ja, Feldherr, mit Waffen und Mut. Dass du ihre Waffen gesehen, will ich glauben. Den Mut kann man nicht sehen. Sie liegen an der Furt. Dann sollten wir sie von der Furt verjagen. Ruft mir Hanno. Und mit Hanno, einem anderen Hanno als dem Bruder Hannibals, bespricht der Feldherr einen Plan, der in die Geschichte der Strategen eingegangen ist. List, als der Kriegskunst stärkste Waffe, ist Hannibals Geschäft. Auf seinem langen Marsch, vom heutigen Spanien aus über den Ebro und die Pyrenäen und durch die Sumpf- und Lagunenlandschaften zwischen Pyrenäen und Alpen, ist Hannibal mit seinem gewaltigen Heerbann von 50.000 Mann Fußvolk, 9.000 Reitern und 37 Kampfelefanten bis zur Rhone vorgestoßen. Hier stellten sich ihm die Volsker in den Weg. Sie hatten durch Späher die Annäherung des Heers ausgemacht und haben aus dem Marschweg gefolgert, dass Hannibals Heer nur eine bestimmte Furt benutzen kann, wenn er die Rhone überschreiten will. Also besetzen die Volsker das östliche Ufer der Rhone und glauben sich stark und überlegen genug, den Feind zu schlagen, während dieser mit dem unbeweglichen Tross übersetzt. Aber Hannibals Späher und Boten, die mit einer uns einfach unvorstellbaren Leistung die Wege, Furten und Pässe zwischen Spanien und Oberitalien erkundet und wohl auch markiert haben, entdeckten die Volsker rechtzeitig. Den Volskern ausweichen und eine vielleicht nicht von feindlichen Stämmen besetzte Furt zu suchen,
ist nicht Hannibals Sache. Etwas Neues von den Speeren? Nein, Feldherr. Sie stehen auf dem anderen Ufer. Sie erwarten uns. Und ob und wo eine andere Furt für solch großes Heer? Das sagtest du bereits. Dann also zu dir, Hanno. Du trägst den Namen meines geliebten Bruders. Zeige dich des Namens würdig. Feldherr! Du suchst dir 5x100 deiner besten Männer. 10-fach die Zahl steht dir bereit. Ich sagte 5x100. Mit denen brichst du, sobald der Abend dunkel, nach Nord auf, dem Stromlauf entgegen. Wie du befiehlst, Feldherr. Ich kann dir nicht geschickt befehlen, Hanno. Das Glück, das dich begleiten soll, kann niemand kommandieren. Sei auf der Hut. Du marschierst mit deinen Männern hier an diesem Ufer, bis du den Mond dort über dieser Höhe siehst. Dann machst du Halt. Suchst einen guten Uferplatz und jeder deiner Männer benutzt den Schild wie einen Kahn. Gedanken hast du, Feldherr. Getragen auf den Schilden können wir den Fluss in Windeseile und ohne ein Laut zu geben überqueren. Das ist mein Plan. Ein jeder lässt sich von dem Strom treiben und lenkt sein Schiff. Der Feldherr meint den Schild. Ich weiß. Ein jeder lenkt seinen Schild zum drübigen Ufer. Dort sammelst du die Männer und marschierst zurück, bis du die Volsker hörst. Sie werden nichts bemerken. Das hoffe ich sehr. Ich greife an. Du wirst geduldig warten. Und das ist ein Befehl. Wenn morgen früh der Tag anbricht, dann werden unsere Reiter wie zum Schein die Furt betreten. Die Volsker werden... Die Volsker sollen alle Kraft dran setzen, die Reiter abzuschlagen. Sie werden fliehen, doch gleich darauf ein neuer Schwarm. Auch dieser wird die Volsker täuschen und wie feiges Volk zurück sich ziehen. Sie werden drauf und dran sein, vorzustürmen, um dieses feige Volk zu schlagen. Das ist der Plan. Ich muss sie dicht bei dicht und trunken ihrer Kraft und Stärke nah am Ufer haben. Und wenn die Götter wollen, werden sie im Rausch den Reitern nachsetzen. Das ist die Stunde dann für mich. Du fällst den Volskern eben dann mit deinen Männern in den Rücken. Von daher werden diese siegestrunkenen Wilden nichts erwarten. Mein Wort und meine Ehre, Feldherr. Es reicht mir, wenn mein Glück das deine ist. Wie der Feldherr sagte, die Kerle stürmen in die Furt. Für Karthago! Für Karthago! Hannibals Plan führt zu einem vollen Erfolg. Hannos Umgehungsmanöver, wie man es heute nennen würde, vernichtet die Volsker und sichert Hannibals Überquerung der Rhone. Aber kaum, dass er am östlichen Ufer, andere meinen, dass er eine Insel im Flussbette der Rhone bevorzugte, Quartier bezogen hat, trifft neue schlechte Nachricht ein. Vorwärts, vorwärts! Wir brauchen Schlaf! Ja, es ist Ruhe versprochen, wenn wir über die verdammten Flüsse... Er stiehlt uns Zeit! Wir haben den Fluss hinter uns! Der Feldherr! Wie kann euch der Hass verlassen? Die Männer sind müde, Feldherr. Nur noch kurze Zeit, Männer, nur noch kurze Zeit. Dann könnt ihr ruhen, dann könnt ihr sicher schlafen. Die Volsker sind auf der Flucht und die Späher suchen einen Platz, wo ihr alle ruhen könnt. Ihr hört es, Girls. Vorwärts! Ein sicherer Platz. Booten für den Feldherrn! Booten für den Feldherrn! Hier ist euer Feldherr! Hier! Hierher, Booten! Da drüben! Booten für dich, Feldherr. Booten vom Meer. Her zu mir! Die Götter mit dir, Hannibal. Das Glück war mit euch. Der Wille der Götter ließ uns dich finden. Welch Omen! Jeder Tag, an dem wir dich vergeblich gesucht hätten, wäre dem Feinde Gewinn. Sprecht! Da, wo der Fluss, dieser Fluss ins Meer fließt, ist eine Flotte Roms angelandet. Das ist ein Gerücht! Es ist die Wahrheit! Wahr wie unser Augenblick. Ihr saht sie? Wir und die anderen, die du ausgesandt. Cornelius Scipio, Konsul Roms, führt das Heer! Ihr kommt mit mir. Es ändert meine Pläne nicht, doch ich muss vieles nun bedenken. Die Landung der Römer an der Rhonmündung ist für Hannibal völlig überraschend. Aber Scipio ist ebenso überrascht, als er von seinen Spähern erfährt, dass Hannibal mit seinem Heer die Rhone überschritt. Denn Scipio glaubt Hannibal noch immer in Spanien. Er sendet, da er die Berichte der Späher für Erfindungen hält, 300 Reiter aus, die nach Norden reiten. Hannibal erwartet, dass Scipio so handelt. Was mutest du deinen Männern zu, Feldherr? Nicht mehr, als ich von mir verlange. Sie brauchen Ruhe. Der schwerste Teil des Marsches steht erst bevor. Sie werden diesen schwersten Teil schwerlich erleben, wenn ich ihnen nun Ruhe gönne.
Da ist keiner im Lager, der dich verstehen kann, Feldherr. Sie sollen mich nicht verstehen, sie sollen gehorchen. Hannibal, bei allen Göttern, du redest und lebst wie diese Römer. Wo ist Karthago? Wo sind unsere Bräuche? Ich schlage den Feind mit des Feindes Art. Und ich habe keine Zeit, mit dir zu streiten, Alter. Sie haben alle das große Spiel zu spielen. Erkläre es uns, Feldherr. Wir werden es weitergeben. Ist es uns schon verwehrt, dich zu beraten? So wollen wir zumindest mit deiner Zunge und deinen Gedanken reden können. Hör zu. Scipio wird Späher aussenden. Eine Horde meiner Reiter wird sie erwarten und sich zu erkennen geben. Hannibals Plan ist einfach. Er will Scipio verwirren und ablenken. Er will, dass die Späher Scipios das Lager der Karthager entdecken, diese Entdeckung ihrem Konsul melden und der Konsul daraufhin mit seinem Heer die Rhone stromaufzieht, um Hannibal zu stellen. Die wenigen Tage jedoch, die zwischen der Entdeckung des Lagers der Karthager und des möglichen Eintreffens der Legionen des Konsuls Scipio liegen, will Hannibal nutzen, so schnell wie möglich die Alpen zu erreichen. Dazu muss jeder Mann des karthagischen Heers jederzeit bereit sein, aufzubrechen. Dass dieses Lager verlassen ist, dass er in die Irre lief, darf Scipio erst entdecken, wenn er hier steht. Hier, abgeschnitten von seinen Verbindungen und vom Meer und ohne Freunde. Umgeben von Stämmen und Völkern, die den Römern feind. Feldherr, das ist Flucht. Wenn wir die Römer hier in diesem Lande stellen, wir schlagen sie, wir vernichten sie. Ich will Rom. Was gilt mir eine Armee? Das ist ein Finger vielleicht, nun gut. Was fragt man nach einem Finger, wenn man den Kopf treffen will? Und ich will den Kopf. Freunde begehren, den Feldherrn zu sprechen. Freunde? Boten, die hier? Du lass sie durch. Trafen auf Magalus, den Fürsten der Boier. Sie sind mir willkommen. Hole den Fürsten und seine Getreuen. Boier als Freunde. Es könnte viel für uns bedeuten. Sie kennen die Pfade, die zu den Bergen führen. Sie werden die Kundschafter ersetzen, die du nicht aussenden konntest, Feldherr. Denk an die Stimmung der Männer, Feldherr. Die Boier können den Männern die Angst nehmen. Haben die Götter die Furcht erhört? Sie haben! Der Berge unwegsames Chaos ist gelichtet durch die Freundschaft der Boier! Durch Wildnis und Wolken, die die Gipfel der Berge verhüllen, wollen die Götter euch führen, drum sandten sie Magulus! Wer unter euch wollte da zaudern und zagen? Wer unter euch wollte da ängstlich und furchtsam sein, da die Götter selbst Zeichen gesetzt? Die Götter wollten, dass wir die Pfade fanden, die weit her vom Meere Iberias bis hier zu den Füßen der unbesteigbaren, unbezwingbaren führten. Unüberwindlich schien uns der Sumpf, das Fieber, die Macht Galliens, Rom und die Listen der Volsker. Aber die Götter waren mit Hannibal. Und sie sprechen durch Zeichen, die auch ihr versteht. Aufwärts und vorwärts sollten wir schreiten. Vertrauen den Göttern. Hannibal! Die Furcht der Karthager vor dem Zug über die Alpen wich. Die der pfadekundigen Boier gaben Vertrauen, und Magulus, der Fürst der Boier, tat alles, um Hannibal und dem gewaltigen Heer zu helfen. Denn je schneller Hannibal Oberitalien erreichte, desto wahrscheinlicher war es, dass die Römer geschlagen wurden. Und eben das lag ganz im Interesse des Magulus. Vorwärts, Gerald, vorwärts! Seid ihr die Männer Hannibals oder Memmen? Vorwärts! Kennst die Sprache dieses Wilden? Ich verstand ihn auch ohne seine Sprache zu kennen. Seht ihr, Freunde, das ist, was ich von meinen Spähern erwarte. Zu welchem Stamm gehört er? Allobroger, wildes, gefährliches Volk vom Berg. Das uns entdeckt hat? Nicht nur entdeckt, Feldherr. Aus den entferntesten Hütten und Höhlen kommen die Männer mit Kriegszeug. Habt ihr uns verraten, Magulus? Die Allobroger sind jedermanns Feind. Habt ihr uns verraten? Das Heer verrät sich selbst. Von den Bergen der Allobroger sieht man tageweit ins Land. Tageweit, glaube ich, hört man in den Klüften und Senken der Berge den Lärm deines Heerbands. Sie waren gewarnt, noch ehe wir um sie ahnten.
Hüte dich, Feldherr. Ist das dein einziger Rat, Magulus? Es ist mein letzter Rat. Wir haben dir den Weg gewiesen. Ich weiß. Wir kämpfen gemeinsam gegen Rom, nicht gegen die List der Allobroger. Die Allobroger, die die Höhenzüge besetzt hielten und durch Steinlawinen dem Heer Hannibals schwersten Schaden zufügen konnten, waren im Vorteil. So wie die Dinge lagen, konnte Hannibal kaum weiterkommen. Er zog also die Spitze der Truppe zunächst zurück und ließ das Heer auffällig und vom Feind beobachtet lagern. Und eine Entdeckung der Späher brachte Rat. Wo ist der Feldherr? Frage nicht! Ich hörte die Reiterei. Vergiss es, bis wir Zeichen haben. Mir steht es zu, die Pläne des Feldherrn zu kennen. Hör zu! Die Späher haben erkannt, dass die Allobroger nur des Tags die Höhen besetzen. Mit Untergang der Sonne ziehen sie sich in eine nahe Stadt zurück. Ja, wer wollte auch des Nachts sich durch dieses Felsenlabyrinth wagen? Der Feldherr! Hannibal! Hannibal und die besten Männer des leichten Fußvolks! Sie sind aufgebrochen und besetzen die Stellen, von denen aus die Allobroger uns den Weg abschnitten. Ein Feuerschein vom Berg! Es ist gelungen! Sieht man Hannibal! Das Mahlzeichen! Es ist des Feldherrn Mahl und Zeichen! Vertrieben sind die Allobroger! Der Weg ist frei! Was zögern wir? Den Feldherrn nachzueilen! Aber die Allobroger geben nicht auf. Zwar haben sie durch den Handstreich Hannibals die beherrschenden, den Weg sperrenden Höhen verloren, doch noch immer zieht sich der Weg des Heeres durch Schluchten oder über schmale Pfade dicht an Abgründen vorbei. Vorwärts! Die Götter sind mit euch! Scham und Schande den Feigen, die ungläubig und furchtsam! List und Stärke geben die Götter dem Feldherrn, sichtbar für euch, wie gesegnet er ist! Vorwärts! Die Wende ist nahe! Vorwärts! Die Rettung ist euer! Vorwärts durch das Meer der Steine! Vorwärts zum Ufer des Sieges! Kämpft, Männer! Kämpft! Wo ist der Feldherr? Wo sind die Befehle? In höchster Not gelingt Hannibal, die Allobroger entscheidend zu schlagen. Als diese sich, siegesgewiss, aus den Verstecken hervorwagen und die Abhänge hinunterstürmen, um sich in den schwerfälligen, unsicher gewordenen Zug des Heeres zu werfen, fällt ihnen Hannibal mit seinem leichten Fußvolk in den Rücken. Er war klug genug, nach dem nächtlichen Handstreich auf die Bergstellung der Allobroger nicht zum Gross des Heers zurückzukehren, sondern zu warten, welche Pläne die Allobroger nun auszuführen gedachten. Am Abend des dritten Tages, gerechnet von dem Tag, an dem der Aufstieg zu den Alpen begann, erreicht das Heer eine Siedlung, die in den geschichtlichen Überlieferungen nur die Stadt genannt wird. Die Truppen sammelten sich, ruhten, und die Bestände wurden aus den Magazinen der Stadt, die von allen Einwohnern verlassen war, ergänzt. Nach weiteren drei Tagen, dem sechsten Tag der Alpenüberquerung, näherten sich dem Heer Abgesandte verschiedener Bergstämme. Krieger und Männer des Hannibal. Heil und der Götter Segen dem Feldherrn. Seht, dass wir Ölzweige tragen. Und Kränze der Freundschaft. Friede dem Feldherrn und uns. Ich bin Hanno und befehlige die Vorhut. Was ist euer Begehr? Wie könnten wir etwas begehren? Wir, die wir einfach und schlicht und klein vor den Taten des großen Feldherrn. Ihr huldigt und unterwerft euch? Der Segen der Götter begleitet den Feldherrn und möge den Dörfern unserer Stämme den Frieden bewahren. Wir erbieten uns als eure Führer, auf dass keine Gefahr euch bedrohe. Und diese vielen? Als Bürgen für die Ehrlichkeit unserer Freundschaft stellen wir diese dort als Geiseln dem großen Feldherrn. Kommt mit mir. Ich will euch zu Hannibal führen. Verwöhnt von den Göttern, sagt ihr? Oh nein! Denn was wären die Wünsche der Götter, hätten meine tapferen Krieger nicht Mut, nicht Kraft?
Ja! Die Götter segnen die Wachen und den Feigen. Wichtige Nachricht für den Feldherrn. Du siehst, dass er in Gesellschaft... Das sind Männer der Bergstämme. Sie kamen als Freunde. Ich erkenne sie als Feinde. Wo lagert der Alte? Da drüben. Wer da? Ein Speer, der Kunde von Verrat bringt. Was redest du? Auf Befehl des Feldherrn erkundete ich die Pfade und suchte den Weg zur Mittagssonne. Ich kam durch die Dörfer der Bergstämme. Und mehr als ich deren Sprache verstand, verstand ich ihre Pläne, als ich sie zu den Berghöhen ziehen sah. Dann ist es so, wie der Feldherr es erahnte. Er hatte Verdacht und feiert mit ihnen? Es blieb keine Wahl. Wir werden durch Schluchten und Täler marschieren und die Feinde werden in den Höhen sitzen. Wir haben auch die Allobroger überwunden. Aber hier lauern mehr. Vielfach mehr sind diese an der Zahl. Ich will deine Entdeckung mit dem Feldherrn bereden. Verliere keine Zeit. Und Hannibal, der von Anfang an den friedlichen Absichten der Bergstämme zweifelt, gruppiert die Marschordnung um. Die Spitze des Zugs mussten die neuen Freunde bilden. Das Ende des Zugs sicherte die schwere, kampfbereite Infanterie. Es war klar, dass der Angriff in einer Schlucht zu erwarten war. Die schwere Infanterie kehrt! Sie sind uns gefolgt! Nur der erste Stoß. Das schwere Fußvolk, halt! Und Franz zum Feinde! Die Elefanten und Tragtiere und dann die Reiterei vor! An die Spitze des Zugs! Sie werden uns fehlen! Sie hindern uns hier auf diesen schmalen Faden! Elefanten und Tragtiere vor! Das schwere Fußvolk soll kämpfend rückwärts gehen! Sichert die Höhen! Zu spät, Feldherr! Rette dich! Vorwärts! Vorwärts! Sie dürfen sich nicht in den Zug drängen! Es hat ihn in die Tiefe gerissen. Mit dem Rücken zur Bergwand wollt ihr alle in die Tiefe stürzen. Mir nach! Vorwärts! Die Bergstämme, die zugleich nun dem Heer in den Rücken fallen und aus der Höhe der Berge angreifen, fügen Hannibal schwere Verluste zu. Sie setzen sich zwischen dem vorderen und dem hinteren Teil des Zugs fest. Aber zumindest der vordere Teil des Zugs, voran die Elefanten, können die Angriffe zurückschlagen. Sie fliehen! Die Elefanten treten sie nieder! Vorwärts! Noch ist nichts verloren! Vorwärts! Mit einer Schlucht sind wir sicher! Wo ist der Feldherr? Wo ist der Feldherr? Ist einer drüben! Vorwärts! Vorwärts! Los, los! Es ist still, Feldherr. Das ist die Stille der Nacht, Alter. Ich wage nicht zu denken, wie viele Leben der Verrat gekostet hat. Wenn die Spitze des Zugs aus der Schlucht kam... Die Elefanten trampelten sich den Weg frei und deine Soldaten stürmten hinter ihnen her. Aber der Großteil lagert noch hart bedrängt auf dem Pfad. Sie sitzen in einer Falle. Vor ihnen die Krieger, die von den Bergen kamen, hinter ihnen die Krieger, die uns folgten. Aber jetzt sind wir auf dem Berg. Eine Handvoll Männer, verwundet, erschöpft. Aber die Nacht ist mit uns. Wer will zur Nacht unsere Stärke messen? Hannibal! 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 Und wieder hat Hannibal den entscheidenden Einfall. Der Angriff der wenigen Männer verwirrt die Bergstämme. Und das eingeschlossene Gross des Heeres erkennt die Gunst der Stunde. Es stürmt vor und kämpft sich den Weg frei. Diese Schlacht, die als die zweite Schlacht in den Alpen in die Geschichte einging und die wahrscheinlich östlich des Mont Dauphin geschlagen wurde, öffnet Hannibal endgültig den Weg nach Italien. Und noch ein weiterer Erfolg. In Windeseile spricht es sich bei den Bergstämmen herum, dass Hannibal riesige Untiere mit sich führt. Mehr als der Mut und die Überzahl der Legionäre schreckt die Bergvölker der Anblick der ihnen bisher unbekannten Elefanten. Lass mich liegen, bitte. Es ist die letzte Höhe, die allerletzte. Ich kann nicht mehr. Die Kälte, der Schnee. Dort hinter dem Berg liegt das Land der Sonne. Sage dem Feldherrn. Nichts werde ich ihm sagen, gar nichts, weil ich dich nicht liegen lasse. Hey, hey, er ist tot. Feldherr, Feldherr, der da ist tot. Vorwärts, vorwärts. In 5 Monaten marschierte die Armee Hannibals 1500 Kilometer. Von Spanien bis in die norditalienische Tiefebene.
In 15 Tagen hatte der gewaltige Heerbann die Alpen überquert. So gewaltig und unvorstellbar das Unternehmen, so gewaltig auch die Verluste. Die Überlieferung spricht davon, dass Hannibal zwischen der Rhone und Norditalien rund 20.000 Mann verlor. Mit rund 26.000 Mann stand er nun den Legionen Roms gegenüber, rund 750.000 Mann.